Ja, moin, wie geht's? Ich bin auch im Discord. Oh, gemütlich, gemütlich. Ja, moin. 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 Mach hier aus deinem Headset. Ja. Premium. Aber mindestens nicht mehr das Aldi-Mic. Was im Hintergrund piept. Naja, nicht alle Produkte von Aldi sind schlecht. Nein, nein, es war BM700 Studio-Mikrofon. Ich hab das so sehr misshandelt, dass das alle paar Sekunden so ein Kassenpieken gemacht hat. Wie bei Aldi. Piep. Ich hatte einen Kumpel, sein Headset hat sich angehört, als, weißt du, wie früher, wenn dann eine SMS auf dein Telefon reinkommt. Kam so ein übelst schlimmes Rauschen dann rein. Premium. Weil der Arme, der ist noch jünger als ich. Ich glaube, der kennt das auch nicht. Er hat gefühlt seit einem Jahr Handy. Ja, Alter. Digga, das ist echt schon. Das war eine Nummer zu viel. Ich bin gerade ein bisschen nahe, klar. Ich habe gesehen, du hast auch einen TikTok davon hochgeladen. Ja, von neuem Charakter, der... Ja, bitte löscht das, bitte. Der Charakter ist der größte Schmutz, ich hasse ihn. Also ich stand da gerade wie ein... Ja, er wurde... Ich will es nicht aussprechen, aber der Charakter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich aktiviere meine Ult. Er steppt einfach zurück. Er macht einfach so einen Step immer zurück. Sein Skill ist einfach, dass er einen Stepper zurück macht, ja. Der macht nichts, der greift nicht an, nichts. Der geht einfach nur einen Stepper zurück. So wie als würde er ausweichen. Mehr macht er nicht. Ich check den nicht. Aber du weißt ja, in den meisten Spielen, wenn neuer Charakter da ist, ist er immer overpowered. Ja. Hier ist er irgendwie scheiße. Oder ich habe ihn einfach noch nicht verstanden. Ja, hoffentlich sehen wir auch mal Gegner, Digga, nicht wie letztens. Nicht wie eben. Ja, wow. Das war wirklich eine Scheißrunde. Jetzt sehe ich nicht mal mehr Loot. Existiert einfach nicht mehr. Das ist gerade gar keine gute Kombi, was ich mache. Ich höre einen Stream, ich höre nebenbei Fiend von Travis Scott und habe Ingame-Sound. Digga, das ist... Das kommt gerade gar nicht gut bei dem Battle Royale. Also. Musik ausgemacht, damit ich wenigstens überhaupt was hören kann. Ja,
Ey, Balbo. Ja? Hast du zufällig Farming Life in Another World geguckt? Ey, 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 Simon! Ja, ich seh's bei dir, bei dir, bei dir, ich komm. Dein Titel sagt mir was. Es ist halt ein Isekai mit einem Harren. Ich hab den von Rias gezeigt, der war voll verstört deswegen. Ich hab ihn. Über was? Über das Harren oder wie? Ja, ja. Aber sein Name ist schon ist anders, ne? Also du kennst ja bestimmt den Charakter, ne? Also, den Anime. Der Name vom Anime sagt mir was, ich habe nur kein Bild jetzt vor mir. Nee, nicht den ich meine, ich meine, wie der Kumpel von mir im Discord heißt. Nö. Der ist zum ersten Mal, wo ich jetzt mit dabei bin. Alter, du bist ja kein Haramboy, ich fass es nicht. Du kennst nicht den Anime. Du bist ein guter Junge. Ich wurde von Dennis gezwungen, das zu gucken. Zumindest ist Jam das random geguckt. Also ja, es ist ein guter Anime. Wir ziehen uns das rein. Auf einmal, keine Ahnung. Auf einmal nichts ist zensiert. Ah, danke. Digga. Ich hab viel Anime schon in meiner Vergangenheit geschaut. Digga. Geil. Die Rüstung. Ich werde einfach nicht mehr kommen, Digga. Das ist, ich brauch dich nicht. Du bist eh scheiße als Mate. Ja, Wer hat dich gerade gesaved? Oder wo hast du mich gesaved? Du hast meinen Kill geklaut und... Ja! Wir können auch gerne ein 1 gegen 1 machen, so ist das nicht. Das lässt sich auch anders regeln. 1 gegen 1, Digga. Er kommt mit 1 gegen 1, Digga. Wir suchen gleichzeitig in der Runde und dann treffen wir uns in der Runde. Und dann kämpfen wir ohne Waffen. Ohne Waffen und ohne Schild, einfach mit Fäusten. Das haben wir mal durchgezogen, ne? Wir haben zufälligerweise in der letzten Runde, was ist in der letzten Runde, was laber ich? Mit den letzten Gegnern, wir haben die so auseinandergenommen, dass der eine schon gar keinen Bock mehr hatte. Einen Mate haben wir getötet, der andere war dann solo. Wir haben dann einfach einen Boxkampf gegen die gehabt, wir haben unsere Waffen weggelegt. Okay. Dann haben wir Boxkampf gemacht. Aber mein Kollege, der 1 gegen 1 gegen ihn gemacht hat, hat einfach verloren. Ich war so enttäuscht. Das waren sogar dann am Ende sogar noch Deutsche, ne? Bebo, spielst du überhaupt Naraka? Ich hatte es einmal gespielt und seitdem habe ich es nicht wieder geöffnet. Alter, lad dir das mal runter. Du musst mal mitmachen. Das macht Spaß. Also mit Freunden macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Wenn du willst, kann dir mal einen Streamer machen. Kannst du mal reinschauen. Bei mir siehst du natürlich auch nur Top-Gameplay. Leckt dein Spiel oder leckt dein Stream? Also mein Spiel leckt nicht. Oh, guck mal hier. Ja, das ist für dich. Ja, nachdem du mir meinen geklaut hast. Ich kann mal neu starten. Bei mir hat jetzt nichts geleckt. Mach mal auf 720p. Vielleicht läuft es dann flüssiger. Ui, jetzt ist es richtig schlimm. Okay. Dann mache ich es wieder wie vorher. Ja, vorhin war nur ein paar Frame-Drops, aber jetzt war Zeitlupe angesagt. Jetzt ist es besser. Jetzt wieder normal? Also ist es normal, jetzt oder? Ist es gut. Okay, gut. Du hast ein paar Frames, die verloren gegangen sind, aber sonst alles gut. Besser wie vorhin. Okay. Was hat nicht mal ganz liegen könnte. Ah doch, ich sehe jetzt 100% CPU mehr. Opera. Oh, ich liebe dich, Opera.
Schon wieder dein Browser. Ich weiß nicht, ist es jetzt besser? Ja, jetzt ist es so, wie es jetzt ist, ist es okay. Perfekt. Quersäbel. Das ist doch hier Quersäbel, oder nicht? Oh ja, was macht das? Boah, das ist... Okay. Okay. Was ist das für eine Fähigkeit? Hast du das gesehen? Ja. Guck mal, ich habe durch die Stinks, durch diese goldene Fähigkeit einfach das hier bekommen. Das kann die Waffe normalerweise nicht. Das Problem ist nur, dass es eine Aufladefähigkeit ist. Nee. Oder? Sieht so aus, als würdest du... Achso, du meinst dem Auflade? Ich kann die zwar immer machen, aber ich muss halt immer kurz aufladen, ja. Aber das ist, aber die Aufladefähigkeiten sind eh immer meistens die besten. Weil ich stell mal vor, wir sind mitten im Kampf, mein Kumpel kämpft gegen einen und ich komme da und mache nur noch diese Attacke. Und da er kämpft, kann er sich ja jetzt schwierig wieder befreien und dann kriegt er so eine Attacke und dann ist er weg. Deswegen finde ich auch immer, wenn man einen Gegner als letztes hat, dass man immer 1 gegen 1 macht. Also es ist mies respektlos, da ein 2 gegen 1 zu machen. Es sei denn, die haben vorher als Team genauso ehrenlos gespielt. Dann kriegt der arme Teammate dann meistens das mal ab. Der zuletzt am Überleben war. Das ist ja was. Wenn ich das jetzt wegmachen würde, wie dann meine Fähigkeit wäre, dann wäre sie so hier, guck. Okay. Und jetzt mit dem Dings macht er halt so hier. Ey, das ist richtig geil. Habe ich noch nie gehabt. Ich muss mal gucken, wie das im Kampf performt. Es gibt auf jeden Fall eine Fähigkeit, die finde ich richtig OP. Und zwar das Gegner bei mir, Gegner bei mir, Gegner bei mir. Oder schreien die so, bitte. Wo? Ja. Ja, okay, keiner kam rein, schade. Aber jetzt, ich habe gutes Gefühl. Ja, komm her. Er geht nur noch rein, der Dummkopf. Okay, das ist wirklich nur für den reinsten Nahkampf. Ja, weil die Range ist auch nicht besonders groß. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gefolge, aufpassen. Ja, ich muss heilen. Ja, mach ruhig. Oh, Scheiße. Damn, what the fuck? Ich hab richtig viel hier dabei. Langschwert, nee. Wenn du so ein Quersäbel findest in der besseren Farbe, sag Bescheid, ne? Ein Quersäbel könnte ich nämlich gebrauchen. Ist der eigentlich jetzt noch entkommen, oder? Wie bitte? Ist der eigentlich noch entkommen? Nee. Ich muss nicht mal meine Fähigkeiten aktivieren bei den Gegnern. Oh, die dauert aber richtig lange. Aber ich habe gesehen, die kriegen schon Damage, wenn ich in diesem Mode bin. Genau hier. Okay. Oh, ist ein goldener Shop. Da kriegt man mal Free Loot. Was gibt's denn? Na, wow, eine Rüstung, die wir schon beide haben. Hast du Greifhaken oder so brauchst, gönn dir. Nee, eigentlich nicht. Ich bin leider voll. Ja, ich auch. Doch, ich würde Greifhaken mal mitnehmen. Zack. Das Kopfgeld, nimm an. Oh, ein Tier. Ja. Du versuchst sie irgendwie in eine Kombi reinzubekommen. Hab's die vor mir? Ja. Ja, ich bin direkt gehittet. Oh, what the f... Hä? Warum geh weg!
bin einfach gestorben. Ja, ich bin tot. Das war's. Ja. Kannst eigentlich nur noch durchziehen. Nee, kann ich auch nicht mal mehr. Die haben mich so in der Kombi, dass ich nicht mal mehr durchziehen kann. Also ich bin gerade schneller gestorben als keine Ahnung was. Ja, dich, nee, die haben mich auch übelst gehittet, Digga. Ja, du schaffst es schon durchzuziehen. Erinnere dich, was ich damals gemacht habe, als Krieg war. Wenn du es schaffst, versuch nochmal herzukommen und mich hochzuholen. Ja. Ist ja sehr schnell, weil ich bin gleich down. Ja. Sehr, sehr schnell. Ja, ich bin auf dem Weg. Schneller kann ich. Ja, ich bin tot. Egal, du kannst, geh zum goldenen Shop, da kannst du einen Wiederbelebungszauber kaufen. Oder hast du genug Geld? Ja. Die sind hier immer noch in der Nähe. Geh zu meinem Loot. Oh. Ja, warte. Am besten kämpf nicht gegen beide. Das wird viel zu ehrenlos. Hast du mein Loot? Ich hab ihn geklatscht. In der Zone, er muss in der Zone gammeln, Er ist nicht tot. Gib ihn. Hast du ihn? Ja. Geh zu. Nimm sein Geld mit. Sein Geld. Hab ich. Du bist eine Healerin. Heal dich. Siehst du? So kriegst du keinen Zonenschaden. Mach aber nicht deine Ult. Heal dich ruhig langsam. Bald die wirklich nur für den Notfall. Hier kannst du mich einmal versuchen wiederzuholen, aber ich glaube, du hast da nicht genug Geld. 6.700. Ey, wir haben doch Kopfgeld angenommen. Wie sieht's mit dem anderen Typen aus? Hast du getötet. Was war mit dem anderen? Ja, weiß ich nicht. Wird er dir doch auf die Map markiert? Nee, gerade nicht mehr. Also ich kann auch gerade nicht auf die große Map gucken, weil ich immer noch von der Zone laufen muss, kurz. Dann kann ich kurz auf die Karte gucken. Na, ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sehe, weil ich tot bin, oder... Na, guck mal erstmal, wie teuer das kostet, mich wiederzuholen. Das heißt Wiederbelebungszauber oder so. Brauchst ein bisschen noch. Du musst am besten goldene Aufgaben annehmen, die sind nicht schwierig. Oder du nimmst den Schlüssel mit und gehst zu den Versteck. Wo ist der Versteck? Ja, hier, geh hin. Vor Zone kommt. Du musst den Eingang nämlich noch finden. Hier. Wo? Oder da, wo ich markiert habe. Ach so. Pass aber auf, falls Gegner kommen. Vergiss nicht, du kannst dich während des Laufens healen. Wenn du schlau anstellst, können die dich nicht umbringen, selbst wenn die dich dann ab und zu mal hitten. Du hast noch 50 Sekunden Zeit, dann geht die Zone los. Du ja. 70 Meter entfernt. Das ist direkt schon der Eingang. Perfekt. Ja, ich sehe. Du hast den Schlüssel mitgenommen, ne? Ja. Natürlich habe ich den Schlüssel mitgenommen. Da drin ist genug Loot und Geld. Ja, komm, lass mich rein, bitte, komm. Du musst mich dann hier wieder kaufen. Ja. Oh, Digga, mach da auf! Jetzt hast du genug Geld. Da liegt noch mehr Geld. Nimm alles mit. Dann kann ich mir wenigstens was geben. Dann kann ich mir noch was kaufen. Weil ich weiß halt nicht, wie gut ich jetzt in den Endgame reinkomme. Hinter dir war ich. Da. Ja, ich glaube, ich habe genug Geld, oder? Nee. Nimm alles. Da oben war noch was. Da oben. Ey, hallo. Movement 0. Hä, Digga, ey! Scheiß einfach drauf, bitte! Digga. Nee. Was sind das für Fähigkeiten? Lies mal vor. Habe ich gerade schon durchgeguckt, alles gut. Zone kommt. Was war denn das?
Ist da irgendwas Geiles dabei? Nee, nur so Bogenkacke, Digga. Ich markiert hab, hier hin. Ah, ich hab keine Marken. Ich hab keinen Haken, Digga. Was machst du? Ey, bitte kack nicht rein. Bitte geh einfach weg. Bitte. Ja, wie soll ich denn weggehen? Wie soll ich denn weggehen? Schalt dich ult. Jetzt zieh durch. Ja, ich hab doch geultet. Ich bin direkt wieder tot, Digga. Hast doch gesehen. Er hat mich einfach nicht geheilt. Die Ult wollte nicht funktionieren. Ich hatte auch keine Greifhaken. Ich konnte nicht weg, Digga. Ich hab alles verbraucht. Digga, bitte, mach von der Mund weg, Digga, bitte. Die gucken so in meinen Loot rein, Digga, die sehen so 30.000 Münzen, Digga. Ja, weil es gescheitert ist, sein Teammate wieder zu überleben. Ja, wenn der Teammate keine guten Calls gibt, dann kann man da auch nichts machen. Halt deine Fresse, was soll ich dir denn Calls geben, hä? Wenn ich sage, Digga, zieh durch, Digga, und du fängst an, irgendwie um dich rumzuschreien. Oder ich dann 10 Jahre sage, mach Ult und du machst erst nach 5 Minuten deine Ult und wunderst dich dann, warum du stirbst, Digga. Okay. Also, ich finde, die Ult war sehr schnell. Komm, ich spiele jetzt einen Charakter, den ich spielen kann. Ach so, spielst die ganze Zeit Charakter, die du nicht spielen kannst. Danke, schlechter Teammate. Was ist besser als du? Ja, wer ist zuerst gestorben? Ich, weil ich wie ein Mann gekämpft habe. Und du durchgezogen bist wie ein Mädchen. Wer hat eben gekämpft? Du hast es auch gesehen, ne? Ja. Ich habe alles gesehen. Siehst du? Auf dieser Plattform eingesammelt. Ja, genau. Ey, was sagst du eigentlich zu meinem Eiskönigin-Skin? Nein. Das ist mein Favorite-Charakter. Von der habe ich 2 Skins geholt. Einmal den hier, einmal den hier. Der ist ziemlich lustig. Du hörst die ganze Zeit so diese nackten Füße. Mir ist das nie aufgefallen, bis ein Kumpel mir das gesagt hat. Gar nicht mehr eingerankt, was ein Scheiß. What a shit, man. Oh, die Charaktere sehen gar nicht so schlecht aus. Die sehen echt cool aus, was Leute daraus gemacht haben. Aber wie ist das im Game? Musst du die neue Champs Ashgeld kaufen oder kannst du sie verdienen? Nee. Du hast hier diese Thai, damals konntest du die dir damit einfach kaufen, aber jetzt kannst du die im Shop. Kannst du jetzt hier, oh, wo waren das? Ich habe keine Ahnung, hier. Kannst du dir die Heldenminzen holen und dann brauchst du 100 Stück für einen Held. Das ist eigentlich relativ billig. Ich habe alle Helden halt erspielt, ne? Und ich habe immer noch genug, um mir noch einen zu holen und den habe ich vollen Gold. Den neuen. Der ist ja erst rausgekommen, ja. Ich habe den sogar designt, weil der echt cool aussah. Auch von den Fähigkeiten hier mit dem hier. Aber spielbar ist der irgendwie richtig komisch. Du musst nochmal. Der ist Unterstützung und Kontrolle aufgebaut. Der irgendwie ein Attacker oder so. Ja, Bruder, du musst nicht jedes Mal an dein scheiß Mikrofon reden. Ich weiß, dass ich nicht bereit bin. Aber ich spiele halt die zwei hier. Das sind meine zwei Mains.
Die ist ziemlich simpel. Die ist ehrenlos. Das ist Eren Jäger. Der verwandelt sich einfach in Titan. Das ist wirklich, wirklich so, komm. Titans Ruf. Der verwandelt sich in den scheiß Titan. Dann haben wir die hier, das ist Healerin. Dann haben wir den, der ist Sandbändiger. Dann haben wir nochmal einen Feuerbändiger. Eine Healerin. Wo man sagen muss, das ist von dem Game der Lieblingscharakter. Die lieben diesen Charakter zu sehr. Wenn du wisst, guck mal, wie viele Outfits die hat. Guck mal auch, ach, das neue Outfit ist wieder von der. Main Character. Und dann das hier, das habe ich gezogen. Das ist ein richtig seltenes Outfit. Die hat richtig, auch richtig geile Outfits, muss ich sagen. Das gefällt mir mega. Ja, ist einfach gefühlt so der Liebling. Boah, sieht auch geil aus. Dann gibt's sogar noch Zorro. Hier, was sagst du zu Zorro? Oha. Der hat sogar drei Schwerter. Das ist kein Witz. Es gibt wirklich drei Schwerter dazu. Kann ich dir zeigen. Und zwar bei Katana gibt's einmal. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich muss kurz durchsuchen. Ah, hier haben wir es doch gehabt. Okay, hier hast du dann drei Schwerter. Auf Zorro angelehnt. Geil. Der ist auch echt cool, der Charakter. Der hat so einen Demon in der Art in sich. Ja, was schon wieder für Skins hier. Die sind ja wieder richtig alle geil aus, Digga. Ich hasse das an dem Studio. Die machen nur geile Skins raus. Es gibt kaum, wo ich sage, der sieht scheiße aus. Oh, der sieht auch richtig heftig aus hier. Was ist das für Skins, Alter? Der sieht auch heftig aus. Einfach Shiva oder so. So ein Gott. Kennst du Shiva? Shiva kann ich aus anderen Spielen als Gott. Ah, aus anderen Spielen, okay. Na, ich war eher an den Shiva angelehnt von Record of Ragnarök, falls du den kennst. In dem Anime. Falls du den Anime nicht geguckt hast, das ist ein Must-Watch. Wo willst du? Ich würde sagen, da. Wegen Tang, Junge, keine Frage. Tang ist beste City. Soll ich nochmal wechseln? Was sagst du? Ich glaube, ich sollte lieber auf maximalen Schaden gehen, oder? Ja, maximal Schaden, weil ich bin Healerin. Ja gut, dann passt es. Aber ich fand's lustig, wie du einfach gesagt hast, dass du Healerin bist und nicht dein Charakter. Ja, ich bin Healerin. Ich wusste gar nicht, dass du dich als weibliches Geschlecht identifizierst, aber okay, let's go. Nein, ich identifiziere mich als Healerin. Oder möchtest du von einem Healer geheilt werden? Nee, das passt schon. Ja, wollte ich gerade sagen. Let's go. Also guck mal, unsere Zahl ist genau verkehrt herum. Ich habe mehr Kills als du. Wow. Seien Sie dazu mit Ihren 34 Kills und ich mit meinen 43. Ja, wie lang spielst du? Wie lang spiel ich, Digga? Wir spielen genau gleich lang. Diese Season. Es wird jede Season zurückgesetzt. Ich weiß. Ich habe diese Season noch nicht ohne dich gespielt. Ach so. Huck, huck, huck.
Bis jetzt habe ich diese Season nur mit dir gespielt. Ja. Die vorletzte Season habe ich mit Kai gespielt, da hast du ja sogar zugeschaut gehabt. Ja. Da hatte ich aber auch immer doppelt so viel Kills wie er. Also du schlägst dich gar nicht so schlecht. Von dir habe ich nämlich nicht das Doppelte. So, dann nur ein Drittel mehr von dir. Alter, in meiner Lobby heißt jemand Ayaka-Simp. 187 auch noch, also das ist safe ein deutscher Junge. Der Ayaka-Simp. Ich geh den jetzt suchen. Ich zeig ihm, wer der Wheeler Ayaka Main ist. Am Ende, der klatscht mich. Na, ich hoffe das. Okay, was bist du eigentlich für ein Anti-Mate? Ne, ich bin Healerin. Was ist eigentlich für ein Anti-Mate? Am besten sicher das Game Kitten nicht alleine lassen. Mach doch, aber, hm? Nee, ich würde nicht wegen dir quitten gehen. Dann will ich dir doch nicht so viel wert. Ja, genau. Nein, Spaß, muss dich beschützen. Mhm. Ein Vater muss seinen Sohn beschützen. Ayaka-Simp ist am Killen. Hat den Tobi gekillt. Was soll denn das? Oh, nicht den Tobi. Wehe, Ayaka wird getötet. Ayaka, Alter, die ist am Rasieren, Junge, am Rasieren. Ich sehe sogar gerade, die spielt Sai. Also das wird ein ganz gefährlicher Charakter, weil die ist mindestens genauso stark wie ich. Wow. Damage, ja. Wenn man sie gut spielt, vielleicht sogar besser. Es kommt darauf an, wie gut er sie kann. Also wenn ich die spielen würde, ich glaube, dann wäre ich tot. Wo war die Rüstung, die du markiert hattest? Ich hab sie, glaube ich. Ne, hab ich sie doch nicht, ja. Sie war irgendwo dort, ja. Ja, ich weiß ja nicht wo. Ja. Hä? Junge, der markiert hier oben die Sachen. Irgendwie in den Match reinschreiben? Ne, es geht leider nicht, ne? Und in die Gruppe schreiben, schade. Sonst hätte ich Ayaka geschrieben, dass wir uns treffen und ein 1 gegen 1 machen. Na, jetzt kann auch mal so langsam Gegner rennen. Wir haben leider nicht das Glück. Kopfgeld. Ah, direkt vor uns. Ey, warum ist der direkt auf mir? Was? Digga, ich muss zu dir kommen. Ich muss zu dir kommen, warte. Ich komm. Alles gut, den klatsche ich schnell. Er ist schon gleich tot. Ja, ich seh's. Er ist sowieso schon low. Bleibst du hier? Der hat einen Mate, kümmere dich mal um den. Ich kümmere mich ja, um meinen Lobby. Ich hab... Meiner ist tot? Ja, mein auch gleich. Ja. Der ist tot, beruhig dich. gut.
Ich meine, es ist immer mehr Blaues mit. Weil die meisten Gegner kriegen mich gar nicht aufs rote Leben. Ey, wir haben ihn überhaupt getötet? Ich habe jetzt gar nicht geachtet. Lebt Ayakan noch? Kein Plan. Uni ist noch am Legen. Nee, wie ist Ayakan tot, Digga? Wie? Heißt aber Kuzmich. Ich kann dich auch zu Not reviven diesmal. Jetzt habe ich schon 9000 Kröten. Am Anfang ist es ein bisschen teurer. Kostet so um die 12.000. Aber ist nicht so schlimm. Wir sind ja schon bald. In schon länger im Match. Dann wird's billiger. Ja, ich ring mal die Bell, ob Gegner in der Nähe sind. Kein Fight in Sicht. Ja, das ist ja mal schade. Ich weiß nicht, was wir machen. Wollen wir wieder zurück oder wollen wir Richtung Mitte? Ich glaube, da könnte was los sein. Ja, Richtung Mitte. Im größten Gebiet hier. Berühr bloß nicht diese Pflanzen hier. Warum nicht? Willst du nicht herausfinden? Küssen dich dann. Berühren. Komm, berühr meine Pflanze. Müsste ich dann aber. Mach ruhig. Mir kann doch eh nichts passieren. Du bist Healer. Nee, warte, du bist Healerin. Du musst die Berühr nicht anschießen. Jetzt ist sie nicht mehr aktiv. Lass mal einen vorhin. Ich habe ja schon vorgeschlagen, dass wir einfach in die Mainstadt gehen. Ja, dann gehen wir in die Mainstadt. Ich glaube, da wäre es jetzt logisch, dass da die Besten jetzt hingehen. Die besten Spieler. Für den Besten. Nicht wirklich wegen Loot, ich würde einfach nur sagen, weil das einfach so ein Treffpunkt ist. Das ist so das Tilted Tower, so, wenn du weißt, was ich meine. Das ist so der Main Spot. Wo man sich trifft, nachdem man seine Gegend auseinandergenommen hat. Da treffen sich dann eigentlich nur noch die besten Spieler. Und überlehnen sie sich dort. Ja, da musst du ja leider draußen bleiben. Stimmt, weil ich gehöre leider nicht mehr zu den Besten, ich gehöre zu den Allerbesten. Aber wir haben einen Gegner, der schon auf mich zielt. Ja, ich seh's. Na komm, die klatschen wir schnell weg. Die sehen aber nicht schlecht aus, wollte ich nur mal so angemerkt haben. Der eine hat sogar seine Fähigkeit direkt aufgeladen, das heißt, der hat wirklich Ahnung vom Game. Ja, die haben wirklich Ahnung vom Game. Ja. Okay. Ja, ich bin tot. Pass auf. Ja, ich war auch betäubt. Der hat mich betäubt. Ich werde jetzt auch betäuben, denke ich mal. Nee, ich bin vorher tot. Ja, war klar. Ja, die hat eine goldene Fähigkeit. Naja, ich glaube, du bist einfach schlecht. Ich glaube, wir sind beide einfach zu schlecht für die.
Kann auch sein, ja. Wir haben nicht die gleiche Aura. Aber wenigstens hatte ich nicht nur Kills, ne? Oh, scheiße, noch eine Runde. Boah, es ist jetzt Wochenende. Ihr wisst, wie schön Wochenende ist, Jungs. Bin mir schon so erfreut. Wir machen mal wohl Raid. Ja, bin ich doch. Ja, für mich leider nicht mehr. Bebo, wollen wir tauschen? Nur so lange, bis der Ring Waves draußen ist. Danke schon. Du bist zum Arzt. Fick dich! Der Arzt, der wird mich an diesem Tag nicht sehen. So wahr ich hier sitze, der wird mich nicht sehen. Der freut sich. Nee, sie wäre sehr traurig, wenn ich nicht kommen würde. Dafür gehst du auch dahin. Nee, ich gehe da nicht hin. Kannst ja mein Streamer machen, Mama. Ich kann den Streamer machen, ja, aber da wird man auch mich sehen, weil wir zusammenspielen werden, weil ich genau da bleiben werde. Also wenn der Coop-Modus überhaupt so gut funktioniert, dass wir zusammenspielen können. Habe ich ein bisschen Angst, dass der Coop-Modus ein bisschen reinscheißen wird, weil so vielen Spielern wahrscheinlich da warten. Was mich gerade triggert, das was du gerade machst, geh bitte ein bisschen weiter nach vorne und greif die direkt an oder benutz die Kanone. Kanone. Hier so eine Schusskanone, diese Minigun da. Da kannst du easy diese Aufgabe machen, was du gerade gemacht hast. Ah, okay, das meinst du. Okay, okay. Oh mein Gott! Du meinst die Eiskanone. Genau. Ich liebe es, so viele Punkte zu haben. Hm. Leider bin ich jetzt in einem Cooldown, das ist ja mal schade. Oh mein Gott! Aber ich habe über 2000 Punkte. Ich hätte jetzt alle ausgeben. Hey, du willst doch immer sparen für den letzten. Stimmt, ich brauche Yamete-Ko, das sei scheiße. Jetzt habe ich ausgegeben, ich hätte es machen können. Jetzt bin ich bei 2300. Pebo, add mir mal ein paar Punkte, bitte. Zum Supporter Nummer 1 kannst du ein paar Punkte schenken, so, ne? Ohne Fleiß kein Preis. Ich bin immer im Stream da, immer. Dafür hast du auch die meisten Punkte. Was ist denn mit verbauter Quest? Ich weiß mal gar nicht, welche Quest das ist. Guck mal, was hier steht, wenn ich reinschreibe. Supporter Nummer 1. Wann bekomme ich VIP? Habe ich noch einen. Wo landen? Meinen VIP frei. Blockieren, melden. Nee, das ist es nicht. Bisschen. Wo landen wir? Du hast mich als Moderator gemacht. Nein, das war das nicht. Das ist nichts VIP. Das kannst du mich auch da lassen, also. Ja. Wo landen wir? Ich wollte eigentlich tanken, aber da können wir leider nicht hin. Deswegen. Also einfach in die Main City. Ah, da steht das, richtig. Die muss ich das wegnehmen sowieso. Hier muss ich das auch wegnehmen. Hier muss ich das sowieso wegnehmen.
Wie nimmst du irgendwen was weg? Ne, ich sehe gerade, dass verschiedene Leute noch hier was Rest auf meinem Channel haben, aber die habe ich schon alle gefeuert gehabt. Wow, alle gefeuert. Du bist nicht eingestellt. Haben die auch Bewerbungsgespräch gemacht? Ne, die waren alle in der luxemburgischen Streamer-Community. Und verschiedene hatte ich da Rechte gegeben, aber da ich sehr eigen bin, wie was funktionieren soll, dafür bin ich meist nie lange bei solchen Gruppen dabei. Okay. Mensch, ich habe viel zu viele Follower. Ich muss den Namen ganz ausschreiben. Ja, bei mir ist was. Dias? Ja, ich komm. Ich bin direkt auf dem Weg. Ich hab's nur gehört. Aber dauert noch, bis ich tatsächlich da bin. Also versuch zu überleben. So schnell werde ich jetzt schon nicht sterben. Ah, der kommt schon. Ja, okay, ich bin auf Weg. Bei mir ist auch einer. Ich wurde gehittet. Der kriegt mich einfach nicht, der Arme. Ja, mich fickt gerade er komplett. Ich werde gerade komplett auseinandergefickt. Er ist so dumm, Junge, er ist so dumm. So, jetzt hast du es. Ey, Bebo, guck mal. Ja, ich werde... Hallo, ja, nee. Ja, komm hoch, komm hoch. Ja, willst du mich auch mal healen? Ja, wie soll ich dich healen, sag mal. Ist... Oh, da bist du ja eine lila Rüstung. Hallo, ich bin hier oben, Jungs. Wollen die mal kommen? Ja, die haben oder... bekommen. Ja, da kommen noch zwei mindestens. Ich glaube drei, aber von unten jetzt, wo ich gestorben bin, in deine Richtung. Egal. Die nehme ich auch noch mit. Aber ich möchte jetzt erstmal meine Gegner holen. Aber was ist mit denen? Was machen die? Wo sind die hin? Hey. Wo sind die hin? Ja, ich bin. Ja, geil, ich bin gespawnt. Ich bin gespawnt und der Typ ist direkt nochmal da. Aber diesmal nehme ich ihn auseinander. Oh, ich habe ihn jetzt endlich. Oh. Ich klatsch kurz meinen Gegner. Hab ihn. Weiß noch nicht, was seine Mission war, aber er ist tot. Ich schreibe gerade in Bebos Chat, ich komme wieder, ich bin tot. Oh, ich kann so froh sein, dass der echt dämlich ist, der Typ. Das ist sogar sein Mate. Ja. Ja, ich bin gerade mit noch einem fighten. Ey, bitte. Wieder vernünftig, Mann. Was machst du, Charakter? So, ich hab noch einen.
Mein Gegner, der ist los. Ja, also er mein... ist nicht schlecht, aber er ist los. Ja, mein habe ich gerade wieder getötet. Ich weiß nicht, der spielt gerade ziemlich verloren. Ich spiele mit einer grauen Waffe gegen den. Oh, es sind zwei sogar. Es sind zwei. Echt, ja. Wenn du dich mal langsam anschließen könntest. Ja, ich bin doch auch gerade die ganze Zeit am Fighten. Du bist auch die ganze Zeit weg. Ich bin hier respawned schon. Ich habe hier schon zwei, drei getötet, Digga. Ich bin doch auch am Fighten, Digga. Ich muss auch erstmal klarkommen. Aber ich will jetzt auf dem Weg zu dir, ja? Ja, ich habe verstanden, dass du auch am Fighten bist. Ja, du bist auch nicht vorbeigekommen. Ich sag hier, ich werd getötet, sonst was, Digga. Du kommst einfach nicht, Digga. Jetzt, bei ihm taucht ein zweiter Typ auf. Ja, bitte, kannst du mir bitte dich auch beteiligen? Weißt du was? Ich brauch dich nicht. Alles. Scheiß auf dich. Brauchst du kein Heal? Nein, ich klatsch die jetzt alleine. Bebo wird jetzt mein Zeuge. Oder doch nicht, wird einfach teleportiert. Oder doch nicht, weil der Mate einfach scheiße ist. Oder doch nicht, ich muss durchziehen, weil er sich in fucking einen Dämon verwandelt hat. Oh, ich habe keinen Heal, sehe ich gerade. Das ist scheiße. Na, da bräuchst du doch wieder die Healerin, die unterwegs ist. Ich camp jetzt, bis er wieder aus diesen Dings rausgeht, aus dieser Form. Ey, du bist richtig scheiße, Mann, bitte. Lösch das Spiel. Ja, komm aus deiner Form raus. Wo ist er? Könntest du dich mal verpissen und meine Kills in Ruhe lassen? Also das ist jetzt frech, dass du mir meine Kills gestealt hast, ne? Bebo ist Zeuge. Stimmt's, Bebo? Ich hab jetzt nicht auf den Bildschirm geschaut. Er kommt. Ich habe beide One-Shot gemacht und klaut aber beide. Er sagt nicht mal Entschuldigung, dass er mir die geklaut hat. Er sagt aber gar nichts. Was für Entschuldigung? Dafür, dass ich dir dein Leben gerettet habe? Ja. Ich war noch nicht eine Sekunde in Gefahr. Das hab ich anders empfunden. Nur weil die Gegner für dich stark aussehen, heißt es nicht, dass sie für mich stark aussehen. Oh, endlich welche. Endlich vernünftige. Da wollen wir uns auf den Chat achten, der arme Dragon Boy. Oh, sorry. Hätte mal ignoriert. Boah, so weit so gut. Brauchst du noch ein blaues Katana? Na, alles gut. Dragon Boy, falls weißt du, spielen was komplett anderes, deswegen labern wir out of context. Ja, ich hätte gezwungen, hier seinen Stream zu schauen, dafür habe ich deine Nachricht nicht gesehen. Das ist jetzt gelogen, ne? Wie er sich ausreden sucht. Also gezwungen habe ich niemanden. Bebo, vergiss nicht. Eine Sekunde, wenn du nicht im Stream guckst. Du weißt, was passiert. Leben vorbei. Schlimmer. Schlimmer. Ich glaube, in der Rifle Collection. Ah, Dragon Ball, wir spielen Naraka Playpoint, wenn sie das was sagt. Oha. That's not bad. Eine gute Fähigkeit bekommen wir eigentlich. Wollen wir langsam Zone gehen?
ich hab so viel Luck im Futuring Wave wie hier bei Solo Leveling. Warum? Was hast du jetzt schon wieder bekommen? Naja, ich hab einfach mal in zwei Tagen, nee, in drei Tagen einfach. Also ja, das war jetzt richtig. Du hast mal alle geschenkt und ich finde das ziemlich frech. Guck mal, was hier ist. Also ich hoffe, dass ich auch so viel Luck in Wuthering Waves hab. Genshin würde ich auch noch mitnehmen. Als ich allein war, habe ich die ganzen Gegner gefunden. Jetzt kommt keiner mehr. Wow. Ja, als ich hier allein war, haben mich die ganze Zeit Gegner gefunden. Lass mal rennen. Ich habe noch diese hellbaren doppelten Klingen gefunden. In Episch, falls ihr haben willst. Hi, Tiny Noob. Falls du die noch haben willst, hier, hallo? Alles gut, Abstand, danke. Setz dich hin. Ey, du hast mal was bekommen dafür, dass du dich hingesetzt hast. Ja, das ist die. Bei mir zwei Gegner. Ja, direkt vor mir. Vor dem Stein hier. Nein, nicht so. Ich schreie nicht. Ja, aber nichts getroffen, Digga. Ich liebe es. Mann, die Gegner hauen die ganze Zeit ab. Jetzt habe ich einen getroffen. Wow. Oh. Bro, das ist nicht mein Team. Oh, gut. Das sind mehrere Teams. Es ist halt eine gemixte Stimmung. Jeder spielt was anderes hier. Nein, du bist hier der Einzige, der was anderes spielt. Ab gleich ein. Rias, ohne Witz, reicht doch langsam. Ja, ich bin gleich tot. Die anderen zwei sterben. Ich sterbe? Pass auf, was ich mit dir mache. Ja. Ihr schlagt sie zwei auf einen Gegner, das ist nicht fair. Ich kämpfe gegen zwei. Ich weiß nicht, was du gerade siehst, aber das war ich gegen zwei. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch gleich tot. Hau! Wie ist der nicht tot? Na? So, einen habe ich. Wie habe ich das überlebt? Ja, wie hab ich das überlebt, Digga? Das frag ich auch. Was ist gerade passiert, Junge? What the fuck? Ja, wir haben eine ganze Horde weggemacht. Die Horde. Der Tough Grind ist wichtig. Ja, irgendwann müssen ja die Maps mal entdeckt werden und alle Schätze geholt werden. Sollen wir neue Map jetzt rausbringen? Ich bin ready. Ich hab auch noch nicht mal Gebiet 9 fertig entdeckt.
Ich hab Knops mal in der Feuergegend mal alle Statuen aufgelevelt. Ich find's aber echt lustig, dass jetzt Genshin einfach komplette Game-Mechanik verändern will. Wahrscheinlich einfach nur wegen Wuthering Waves. Emin, was wollen die auch an der Grafik verändern? Was soll's denn da großartig zu verändern geben? Naja, was ich eigentlich interessant fände, wäre, wenn sie dem Spiel mehr Tiefe geben würde. Weil das Problem bei Cell-Shading ist, dass es die Tiefe kommt nie gut raus. Also zumal, wenn du ihm zum Beispiel im Cavern da die Felsen anschaust, du hast nicht richtig das Gefühl, dass das tiefe Schluchten sind und so. Okay. Ja, irgendwann hat meine Doppelklinge mir im Fight aus der Hand genockt, hat sie eingesteckt und ist irgendwo verreckt, wo ich ihn nicht finde. Ja. Einfach dein Loot mit in den Tod mitgenommen. Ja. Meine krassen lilanen Doppelklingen. Weil es leben nur noch 4 Leute. Ja, keine Ansicht. 2 Teams. Lass einfach mal die Fähigkeit aktivieren, dass jeder uns auf der Map sieht. Ja. Vielleicht kommt ein Team. Ja, nicht. Team. Ja, ich seh den Ping. Die kämpfen schon. Also die Story habe ich überall durch, aber ich muss auch überall Nebenstories und noch Gegenden auf 100% bringen. Und ich wäre mal froh, Level 100. Ja, ich bin gleich weg. Ich hab gleich einen. Ja, ich kann nicht rennen. Einer ist tot? Ja, da sind zu viele, verpiss dich. Der eine ist ultra gut. Oh mein Gott. Ja, ich hab dir auch gesagt, der eine ist ultra gut. Hat nichts damit zu tun, ich habe recht reingeschissen, what the fuck. So, eine Runde würde ich noch. Bembo, guck mal, Chat. Ja. Origin of War. Also, Meint er jetzt von Genshin oder? Nee, der meint in Tower of Fantasy. Das ist ein Spielmode, das ist in der Art wie ein Abyss, wie er schon beschrieben hat. Da ist Origin of Ra oder so. Auf Deutsch heißt er ja Ursprung des Krieges, wie er geschrieben hat. Den findest du eigentlich dort, wo du auch deinen Western ausgeben kannst. Bei den Herausforderungen. Ja, da müsste es sein. Ja, genau, Ursprung des Krieges. Ursprung des Krieges hier. Da kannst du, glaube ich, bis 21 oder so war das. Oder 23 oder 25. Nee, 25. 25 war es, glaube ich, das Maximum. An Belohnungen halt. Das geht bis zum 11.05. Also bis morgen. Bis morgen, ja. Also, würde ich es noch empfehlen, noch durchzuspielen. Ich hab das noch nie ich gespielt, glaub, was... Dragonborn, so kann dir bestimmt dabei helfen. Ah, 28 das höchste. Okay.
Soweit ich weiß, können die auch einfach durchskippen, also, ja. Wenn du jemanden hast, der höher ist. Kriegt man das auch alleine hin oder muss man mit jemandem? Du kriegst es auch alleine hin, aber kannst es gern versuchen. Ich taste mal eine Runde alleine. Kriege ich direkt auf die Fresse und sterbe. In den ersten Runden nicht, die sind ziemlich easy. Also kannst locker easy bis 15, 16 bei dem Level durchspinnen. Ich glaube, im ersten würde. Ja, One-Shot ist eigentlich so gut wie alle. Und bis zum 10. solltest du easy alles One-Shotten. Glaube ich gerne. Guck mal, die spawnen da alle in der Nähe dieses komischen Schlosses. Wollen wir da auch irgendwie mal hingehen? Noch 100. Nein, ich brauche nur 4 Channel Points. Dann geht's los. Meine tanzenden Drachen. Und jetzt meine. Ich hab sie auch nicht sehr eingeladen. Keine Gegner. Ich hab auch gerade eine Glocke bei mir. Ich klinge mal. Kein Feind. Eigentlich läutest du die Glocke, aber klingeln die rein. Ich habe irgendwas von mir gehört in der Nähe. Alles gut, Papa, komm gleich. Ja, bei mir sind definitiv Explosion von der Kanone. Ja, bei mir kommen welche. Er hat mich noch nicht gesehen. Lass es so, bis ich da bin. Ja, ist gut. Sei du traust dir zu, gegen ihn zu kämpfen, dann zieh durch. Ja, du kämpfst ja schon. Wenn seine Mates kommen? Ja. Ja. Den einen habe ich low. Ja, ja, den habe ich schon. Und den anderen noch schnell. Wenn er mich nicht holt. Oh, Alter. Ja, perfekt. Ja, okay. Ist eine lila Rüstung für dich. Da kommt noch einer, Achtung. Egal, ich zieh kurz ein bisschen durch. Ja, warte.
Wie kann man so lost sein, bitte? Die klatsch ich jetzt ohne Schild, scheiß drauf. Ich hab mir gerade noch ein Schild eingepackt. Wenn hier jemand schwach ist, dann wäre ich. Ey, der hat einfach meine Waffe geklaut. Frech. Ja, bei mir sind zwei, nicht? Warte. Komm, Ulti. Na scheiße, der ist durchgezogen. Ich muss jetzt mal hier bleiben. Ja, meine Güte. Jetzt. Nein, ich hab nicht gefunden, was? Okay, die andere machen wir. Ja, ist wahrscheinlich wieder voll, nicht? Aber wir sind auch beide voll. Ja, wir haben ihn beide pinnt. Er ist nix voll. Na, ja, der ist tot. Der Arme. Hast du die Doppelklinge genommen? Ja. Ja, okay. Falls du sonst noch Doppelklingen findest, ich liebe auch Doppelklingen. Willst du, kannst dich auch beschweren. Nur bei meinem Manager. Bebo ist mein Manager. Viel Spaß, Bebo. Okay, der war stark, Mann. Der war stark. Er hat uns gerade gut eine reingehauen. Aber auch wenn das am Ende richtig viel gebracht hat. Ja, er haut mich gerade in Stücke. Mann, es sind so viele. Ich weiß nicht, wen ich angreifen soll. Ja. Ja, ist ja klar. Oh. Ja, ich bin tot. Er ist aber low, er ist am Healen. Ja, du bist auch low, scheiße. Hol mich mal schnell, bitte. Ist Gott, wirklich niemand. Jetzt ist hinter dir natürlich einer. Jetzt kommt Achtung! Ich mach das schon. Ja, beide zwei, geh weg. Ich mach's doch nicht. Ah, du hast die beide gehittet, mit deinem komischen Schwertding. Ich weiß, deswegen hab ich das auch. Ja, einer ist eingefroren. Er trifft sogar mich noch, Alter, what the fuck? Ja, komm erstmal her, hol mich erstmal. Ah, ne, die beide warten. Ja. Ah, ich kann mich in Seelenform verwandeln, alles gut. Ich komme und helf dir. Ey, was? Ich hab meine Ult gespammt, das hat nichts gebracht. Na, scheiß drauf. Hol mich einfach hoch, wenn's geht. Kämpf nicht gegen die kämpfen gerade. Ja, alles gut. Ja, du musst wieder hoch. Ich heal dich erstmal. Jetzt kriegen die meine Ult rein. Einen habe ich. Hab auch einen. Ich glaube, das war's sogar. Kann das sein? Ja, ich glaube, wir haben alle. Nee, wie belebt sich gerade einer neben mir? Ja. Okay. Ja, den hole ich schnell. Hab keine Sorgen. Ja, okay, dann kann ich weiter looten. Kann ich mein Loot wieder nehmen? Lass doch nicht bei seine Mission jetzt fahren. Er fängt sich an einzufrieren vor mir, um sich zu healen.
Also bis jetzt schlage ich mich gut. Du sagst gerade zu unserem Gameplay, sieht auch gut aus, oder nicht? Aber irgendwo sind meine blauen Doppelklingen, die hast bestimmt schon geklaut, du kleiner Arschloch. Guck mal, was da mal Grün ist, Digga. Ja, war ja nicht klar. War ja nicht klar. Welche ich gerade repariert habe. Ich habe gar keine Waffe mehr gerade. Das ist ja meine einzigste Waffe, also ich keine Backup-Waffe. Nein, Pech haben wir jetzt, come on. Ah, ich habe Langschwert, was ich jetzt repariere. Ah, hier. Noch ein blaues Langschwert, falls du Bock drauf hast. Hast du eigentlich Chat gelesen, Bebo? Hat jemand was erklärt? Das kannst du ohne Recht in die Symbol. Ey, ich höre Sachen mit mir. So, jetzt geht's ab. Ja, Gegner bei mir. Da ist es. Den hole ich mir. Es sind zwei, ich kümmere mich um den anderen. Okay. Kannst du mal einen weglocken, damit ich mich um den anderen kümmern kann? Ich nehme den mit mehr HP. Der mit mehr HP gehört mir. Ja, okay. Oh, der ist jetzt mittlerweile schon so wenig wie dein erster Gegner. Der ist schon runter. Ja. Wiese? Ja, ich bin weg. Er hat mich einfach komplett aus dem Nichts gekombot. Aus dem Leben hat er mich gekombot, aber er ist low. Er kommt zu dir. Ja, der andere kommt zu dir. Aber er ist schon relativ low. Jetzt hinbekommen. Wenn er dich nicht aus dem Leben kombot wie mich. Boah, wahrscheinlich gerade dabei ist. Nee. Ja, dann. Ja, kommt rüber. Komm, du hast nichts gegen Skill. Ja, gut. Dann hol mich jetzt schnell. Ja. Ja, okay, seine E war zu stark. Ja, noch eine Runde. Die liegt so gut. Ah, hier kann ich das reinsetzen. Keine Channel Points mehr. Wie kann ich mir die arbeiten eigentlich? Challenges. Was für Challenges kann ich machen? Was kann ich bei dir machen, Bebo? Bebo, lies mal wieder Chat. Ich hab's gesehen. Ei, Bebo hat's gesehen. Rios, gehst du jetzt raus oder? Nein, noch eine Runde. Oder bitte, hör auf damit. Irgendwann du findest dein Mikrofon woanders. Aber nicht an deinem Mund. Nee, in deinem Arschloch. Was redest du dann? Ja, irgendwann fliegt das Mikrofon, weißt du, quer über Deutschland rüber zu dir. Ich glaube schon, doch. Ich glaube, wir haben den Raid zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber ich glaube doch. Also ein Raid mit Rini kann ich mich erinnern. Das auf jeden Fall. Doch, Raid. Ich glaube, du warst wirklich dabei, doch. Ich kann mich nur an Ingame-Charaktere erinnern, sorry. Oh. Sowas von durchgekämpft.
Was? Du bist nicht bereit. Ich war bereit, dann hast du wahrscheinlich abgebrochen gehabt. Nee, du. Nee, ich war es definitiv nicht. Ich auch nicht. Ich war nicht mal eingetappt. Digga, ich hab meine Hände nicht mal an der Tastatur und Maus, also. Ja, also das ist mir jetzt ein Wunder, wie kriegst du das hin? Ich habe einen Pool. Let's go. Habe ich Glück? Ah, natürlich nicht. Hintergrund, meine sieht scheiße aus. Landen. Kein Plan. Kein Starter. Hier, komm.
Feind. Achso, kein Feind Insekt. Weil ich dachte gerade, ich hätte gerade gelesen, Feind Insekt. Ja, ich wollte gerade schon wieder rumschreien. Ich war schon kurz davor, wieder rumzuschreien. Wer hat Feind? Ja, ich hab's schön stabile 100 Millionen gemacht. Das war gar nichts. Bei mir Gegner? Ich komm zu dir. Ja. Wo ist denn der Gegner? Ja. Alter, ich komm und der gibt mir instant eine Bombe. Not bad, not bad. Yeah. Also der war gestealt. Wo ist dein Mate? Ist der alleine eigentlich rum oder was? Ja, da ja. Ich weiß immer noch nicht, was mit Ayaka passiert ist, ne? ich hab's bei mir. Ja, ich seh's. Ehrliche Meinung, ich würde sagen, der war auch gestealt. Aber ich habe schon wieder zwei. Sind da noch zwei, ach so. Ich hab mir den mit mehr Leben, der gibt mir. Ja, okay. Ja, jetzt. Jetzt habe ich den, der mehr Leben hatte, so schnell gehittet, dass er aber weniger Leben hat als der, der weniger Leben hatte. Jetzt ist eben nicht mal scheiß drauf, geh einfach auf irgendeinen. Ja, den einen habe ich. Der noch, komm, hol du dir den. Vielleicht. Ja. Jetzt hier, Mann, sollen wir es. Ja, alle Gegner auf der Map wissen jetzt meine Position. Ja gut, dann viel Spaß. Wir sehen uns dann in 4 Minuten wieder, wenn die Aufgabe abgelaufen ist. Na, ja, du nimmst die Kacke doch auch immer an. Ja. Das kann ich handeln. Und die, die ich jetzt angreifen wollen, soll ich auf den Hinterhalt. Dann ziehe die zack. Ich kann manchmal erst mehr als Modi. Ja, weil ich wahrscheinlich tot sein werde, Digga. Nee, nee, alles gut.
Ja, für 12.000 Flocken ist das eigentlich schon ganz sauber. Ja. Ey, yo! Sollen die kommen? Sollen die ruhig kommen? Digga, was? Siehst du das? Ja, ich sehe. Sollen die Gegner kommen? Digga, ich... Er fährt im Kreis, Digga. Soll die ruhig kommen? Sollen die kommen? Sollen die kommen? Ich bin bereit. Ich such grad schon nach welch, Digga, du fährst auch im Kreis. Sobald ich einen sehe, der wird instant bombardiert. Ja, da müssen sie auch erstmal hochkommen. Was nur an diesem einen Steg hier geht, über den, wo du hinschießen kannst. Eigentlich brauchst du nur hier auf den Steg zielen. Was der einzige Spot, wo du die hochkommen können. Bei diesem Steg hier. Aber ich muss auf Gegner aus Entfernung schießen, so was, ne? Wenn ich schon so eine Fernungswaffe habe, warum nicht, ne? Also bis jetzt ist noch keiner aufgetaucht. Er kommt immer alle paar Sekunden, kommt er vorbeigefahren. Ich hab so gut wie gar keinen Schaden gemacht in den Stufen. Danke Dragon Boy, dass du geholfen hast. Und danke Tiny. Ich komme gleich wieder. Ich muss schnell aufs Klo. Jo. Kannst ruhig sagen, dass du ja eigentlich in Rauchen gehst? Weil nach der Runde gehe ich erstmal einen vernichten. Ja. Ey, du mit deinem komischen Geschütz, Digga. Spotst du jetzt, die Quest ist vorbei. Wir haben 13.000 Flocken und du hast 17.000, Digga. Wollen wir irgendwie mal irgendwo hingehen, wo vielleicht ein paar mehr sind? Gerne mal beim Dingsbums da Leute abschießen, aber... Dämmer... vielleicht zum Dämmerflu... Ja, hier ist keiner. Vielleicht zum Dämmerflut-Tempel da. Bitte die ganze Runde auf deinen komischen Türritter gammeln. Warte, lass mich versuchen raufzukommen. Warte. Nee. Geht nicht. Ich glaube, hier kommt niemand mehr. Dragon Ball, wirst du eigentlich Rhythm Rage spielen? Oder wirst du
und die Top spielen. Ich dachte, du bist endlich fertig. Wir sind perfekt eigentlich in der Zone mit, also. Soll ich dir sagen? Wir chillen jetzt hier, bis hier jemand kommt, mit dem du mit diesem Turret klavieren kannst. Willst du mal ran? Ja, komm. Ah, musst du sogar reparieren. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Warten, bis Gegner kommen. Soll ich ein paar Gegner anlocken? Ja. Ja. Mal gucken, ob ich welche finde. Dann rennen die so schnell wieder zu dir. Dann knallst du die einfach ab. Und du siehst mich ja dann gut. Ich sehe, Bebo ist wieder zurück. Ach, scheiß auf das Turret, ich komme mit dir. Oder? Nein, bleib dran. So, dann bin ich wieder zurück. Gegner, Gegner, Gegner! Ich bringe sie zu dir. Ja, am besten kommt. Ah, ich sehe. Ich hab einen Hit. Noch einen Hit. Noch einen Hit. Siehst. Die sind fast tot. Ja, die. Ja, ich hab eigentlich. Ich hab Quad Kill. Ich muss reparieren. Bei mir sinkt noch einer. Ja. Schieß auf ihn. Jawohl. Ja, ich hab ihn. Er ist ein bisschen geheilt, aber. Er ist tot. Nice one. Wir müssen nochmal wechseln. Ja, du musst pingen, ich seh durch die Dings nichts. Ja, ja, ja. Ich seh's. Schieß genau auf mich. Ja, ich kann nicht auf dich. Ja, oder so weit runter komme ich auch nicht. Ich schlag sie ein bisschen weiter weg. Hier kriegst du den hier? Ja, Hit! Ja, perfekt. Ich habe keine Reparationskits mehr, ich muss runter. Aber er ist schon Shieldcrack, Digga. Den. Hinter dir ist einer. Ja, kümmer du dich um den. Ja, ich hab meinen. Du hast deinen, glaube ich. Ne, ich hab beide geklaut. Echt jetzt? Also, den einen hab ich geholt, den anderen hab ich geklaut. Ach so. Ich dachte, du wirst sterben, deswegen musste ich dich retten. Ah, ja, mit Full Health muss ich sterben, nicht? Er hat mich kein einziges Mal gehittet, ich muss sterben. Er hat mich auf Ernst nicht mal einmal gehittet, Digga. Wir sind neben ihm sonst eigentlich relativ schwach aus, deswegen, sorry. Ja, deswegen war er auch auf einen Hit. Nochmal 5, 6 Gegner. Ja, kannst mal Hello machen und über... Nein, alles gut. Töte, was du fressen kannst, ja. Boah, ich kann richtig gut mit Katana, ich bin Holy. Oder geht's dir gut? Was hast du denn gerade auf den Boden gekrabbelt? Ja, ich war kurz betäubt. Alter!
Ah, er hat Doppelklinge, ich bin am Arsch. Ich hab keine Waffen mehr. Ich hab meinen gerade. Ja, warte. Ich komme dir zur Hilfe. Nee, alles gut, ich hab ihn gerade geholt. Sieht doch gut aus. Ja. Keiner mehr lebt. Sehe ich jetzt Erfolg. Ich musste zwar carryen, aber egal. Ja, ja, musst du carryen, weil du auch gar nicht, du warst auch nicht in meiner Nähe und so, weißt du, deswegen musst du auch carryen und so. Oder allein meine Aura hat dich schwach gemacht, weißt du? Revo ist Zeug. Prinzbär, wo du hast gesehen, ne? Oh mein Gott, Junge! Ey, Mude! Woher kommen die denn? Ey, das sind ja ein paar mehr, Digga! Ja! Die kommen aus dem Nichts! Ich werde aber angegriffen von zwei Leuten. Ja, hab ich gemerkt. Ich bleib bei dir, komm. Lass sie alle schön in der Zone, nicht in die Zone reingehen, in der Zone fighten ist so. Weißt du, wie geil mir das gerade ist? Da die alle unbedingt in die Zone rein wollen, kann ich die schön hitten, weil die alle sich auf was anderes konzentrieren. Ja, einen habe ich. Einer ist in der Zone gestorben. Komm her. Oh, wir haben schon gewonnen. Ja, perfekt. Geht jetzt ab. Bebo, gönn dir. Was ist das denn wie eine Animation? Ah, habt ihr epische Sieg? Yep. Also ich hab eindeutig an den Damage-Unterschied gesehen, dass du alle deine Kills gesteelt hast. An den 100 Schaden. Digga, diese... Waren 100 Schaden? Es waren tausende Unterschied. Bruder, 100 Damage haben wir Unterschied, Schaden. F12, nein. Screenshot. Doch, ich habe 7 Kills, du hast 6 Kills. Ja, ich habe mehr Schaden. Also sieht ja, man eindeutig. 100 Ja, 100 Schaden mehr, Digga. Ja, wie schaffst du eigentlich eine Noob in dem Game hier mehr Kills zu machen und einen epischen Win zu holen und du einen Kill zu wenig zu machen? Wie geht das, hm? Bruder, ich hab das Team gecarried, sind wir jetzt leise, bitte. Nee, aber gute Runde. Das war gut, weil ich gecarried hab, richtig. Ohne mein Glück hättet ihr nicht gewonnen. Ja, jetzt kommt er. Eigentlich hat er die ganze Zeit gecarried. Ja, mit so. Er hat uns gebufft, deswegen haben wir gewonnen, eindeutig. Er war das dritte Rad beim Fahrrad. Eigentlich geht dann das erstmal wieder raus. Ja, ich geh auch erstmal auf. Jo, gute Nacht. Ja, ich sammle noch die ganze Belohnung hier ein. Ich hab noch nie Waffenbelohnung eingesammelt. Du hast mir nie erzählt, dass es das in diesem Game gibt, Digga. Ja, ich sammle gerade alle ein, Digga. Wir spielen eigentlich seit 2 Seasons, Digga. Ich hab das noch nie gelehrt. Wie? Ja, ich hab bei jeder fucking Waffe so einen roten Punkt und irgendwie Stufe 5, Stufe sonst was. Ja, bis irgendwann.
Jo, hau rein. Noch einen wunderschönen Abend. Gleichfalls. Alter, guck mal, wie ruhig ist es. Ich hab das Gefühl, ich hätte 40 Grad hier im Zimmer. Das können wir nicht anders. Ich wollte ja gestern ja noch Shangri-La schauen. Ich hab's wieder nicht geschafft, die dritte Folge fertig zu schauen. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Wie, was machst du, wenn du guckst? Liegst du im Bett oder? Ja, ich liege im Bett. Ich glaube, die Serie hat schon gar keinen Bock mehr auf dich. Crunchyroll wird sich die Frage stellen, wieso guckt der Typ andauernd die gleiche Folge so oft? Ja. Guck mal, Chat. Oh, by the way, hast du die Belohnung schon abgeholt? Die... Gut, dass du sagst, ey. Ich muss mal gucken. Nee, ich hatte sie noch nicht abgeholt. Okay, ich auf jeder Stufe kriege ich eine Belohnung. So. Geil. Ja, da holt er die ganze Belohnung jetzt ab. Es sind ja richtig viele. Danke nochmal für die Unterstützung. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr in diesem Jahr irgendwie geschafft, auf Stufe 28 das Platz zu machen. Hab ich gerne gemacht, Bebo. Letztes Mal gar nicht gespielt gehabt. Da kriegt man richtig geile Ressourcen für die Rüstung. Natürlich kriege ich Widerstand. Das. Komm, gib mir physischen Damage. Ich habe heute wieder zwei Artefakte in Genshin geupdatet, abgegradet und ich habe wieder Widerstand dazu bekommen. Bei beidem. Kriege ich zweimal. Ich habe bis jetzt noch nicht ein Artefakt ohne Widerstand. Habe ich zweimal hintereinander Widerstand. Fick dich. Beschwer dich nicht bei zweimal. Ich bin jetzt, glaube ich, schon mittlerweile beim 15. Teil, ne? So. Neuer Versuch. Alle hintereinander. Neuer Versuch, neues Glück. Come on. Physischer Schaden oder Angriff?
Widerstand. Fick dich. Was soll das? Jetzt weißt du, wie ich mich die ganze Zeit fühle. Es fühlt sich nicht schön an, oder? Komm. Es ist so gesehen 50-50. Also sogar mehr auf Glück, dass ich was Richtiges kriege, wie dass ich was Falsches kriege. Es steht eigentlich 2-1. Ich kann nur Widerstand kriegen, was schlecht wäre. Sonst könnte ich physischer Angriff oder Angriff bekommen. Und ich wette jetzt, wenn ich jetzt wieder drücke, werde ich Widerstand kriegen, anstelle eins der anderen beiden. Oh, mit dem Bild dann, was ich gemacht habe. Findest du das? Warte, einen Moment. Angriff, ich bekam Angriff. Geil. Ich hab noch ein zweites gemacht. Oh. Jetzt hat das geschossen. Ja. Aber ich finde das zweite nicht so geil. Und das erste war schon richtig gut. Nicht schlimm. Dann habe ich etwas, halte ich etwas mehr durch. Stimmt, hier kann ich. Ja, so wie meine alle Kino. Also passt ja. Dann ist mein Charakter, ich bin ein Tank. Naja, Asukas können sogar auf Tank gehen, ne? Ja, definitiv. Besonders wenn man sie C3, glaube ich, hatte, war das? Das ist ja C6 sogar, also. Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Danke für die Info. Darauf habe ich nicht geachtet. Den hier behalte ich, den ist gut für mein zweites Set. Angriff, Widerstand, LP, ne. Der ist sogar besser für mein zweites Set. Hier habe ich Voltschatten, Frostangriff und Voltangriff. Ich behalte den, den hier entsperre ich. Und du möchtest, kannst da reinkommen und dann kannst du meinen Pain sehen, den ich durchziehe. Ah, für die Map of 100. Nee, nee. Für das neue Event. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man seine Tasten umbelegen kann. Und das hat es irgendwie besser gemacht. Ich versuche irgendwie alles auf schwer zu schaffen.
Oh mein Gott. Das war wieder zu viel. Ist Jazz sogar besser. Wenigstens angriffvoll. Flammenwiderstand bringt mir nicht. LP okay. Voltangriff bringt mir gar nichts. Und den eigentlich. Oh mein Gott. Kannst du sowas? Ah, Guitar Hero mäßig. Das ist cool. Nein. Doch. Oh. Ja, ich hab verkackt. Naja, zwei Sterne noch. Da kriegst du die Übung. Ich hab jetzt umgestellt. Jetzt muss ich mich mal an die neuen Einstellungen gewöhnen. Hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich... Mach es auf ASD und JKL. Dann hast du besser Flow. Jetzt habe ich es rum, so bleibt's. Finde ich jetzt nicht allzu schwierig. Okay, oh, ich spiele jetzt sehr gerne diese Rhythmusspiele. Oh mein Gott. Ja, vom Aussehen her, also wenn man zuguckt, ist das nicht so schwierig, glaub mir. was wollte ich jetzt? Ja, wow. Wie war das? Das Geschwindigkeitsrate, Stellposition, High Rate auf Slot 1 und danach 2. Okay. Das heißt, so gesehen müsste ich dann LP hoffen, dass er dann auf Angriff geht. Tatsächlich, da ist er auf Angriff gegangen. Das war noch schlechter. Geht ja auf Widerstand. Oh mein Gott! Komm, geh auf den Weg. Ja! Okay. Ich hasse aber auch diesen Song. Ich hasse den Song. Die hört sich an wie so ein Nintendo Wii Sports Song, Alter, oder so. Ah, ja, verkackt. Nee. Also die besten Songs finde ich bis jetzt ist der hier und der hier. Bei denen habe ich sogar schon alle auf schwierig. Außer das hier, weil ich glaube, das ist viel zu schwer. Gemax out. Yeah.
Der Rotzlift, was ist jetzt los? Ah, ich bin zu dumm, ich brauch 40. Ich brauch 40. Nicht sein. Okay, Leben ist nicht schlecht, aber Frustwiderstand ist Blödsinn. Digga, also wie soll man da hinterherkommen? Wow. Das ist ja richtig geil. Ich habe die Verstärkung hier gemacht und ich bekam als zweite Verstärkungswerte. Physisch und Flammen. Physisch und Flammen. Ich sehe es. Das ist gut. Das ist richtig gut. Der Song ist nice. Kannst du mir erklären, wieso ich noch keine Verstärkung auf meinem Helm machen kann? Das kann irgendwie niemand. Ah, ist das so? Okay. Neuer Rekord. Ich will aber 100% haben. 100%. Wenn ich eine Note verfehlen.
Aber egal, schon mal Rekord gebrochen. Oh mein Gott. Ich habe kurz am Ende etwas verkackt. Ich habe wieder von neu angefangen. Ist nicht lustig, Beppo. Doch. Innerlich weine ich gerade. Oha, noch 19 Goldkerne, da kann ich wieder einen 80er Pool machen. Was? Schon. Drei Viertel habe ich geschafft. Jo, mir fehlen nicht mal 5 Millionen Erfahrungspunkte. Wir sind ausgegeben? Ja, jetzt gerade. Bravo, ich habe es geschafft. Ui. 100%. Ich habe jede Note getroffen. Maschine. Also das ist jetzt frech, das verstehe ich nicht. Muss ich jetzt noch alle auf perfekt treffen oder was? Ist das eine Frechheit? Ja. Meistens bei diesen Spielen hast du einmal für alle Note getroffen und einmal alle Note perfekt getroffen. Ich weiß nicht, wo ich sie nicht perfekt getroffen habe. Jetzt ist alles perfekt, gut. Oh mein Gott, wie habe ich das geschafft? Jetzt wird's ruhiger. Jetzt muss ich nur Anlauf perfekt bekommen. Ich habe einfach verkackt. Nice, ich habe wieder auf den Neuanfang. Ich liebe es, dass ich so ein Ego habe und das jetzt auf 100% zu schaffen möchte. Deutsch hat kurz ausgesetzt.
werde das jetzt so lange machen, bis ich es 100% habe. Drei Tage später. Nein, hallo. Nächster Versuch, also jetzt. Statt du an mir glaubst. So lange, dass es dem alten Erzähler langweilig wurde und man eine neue Stelle ist. Jetzt alles perfekt. Ich hab verkackt. Alles wegen dir, Bebo. Weil du Auge gemacht hast. Über die Hälfte, alles ist bis jetzt perfekt. Und ich hab verkackt. Ey. Warum hast du Sorge gemacht?
Nicht. Das ist ja mal irgendwas los. Ich muss dahin. Ja, früher. Genau am Schluss verkacke ich. Das ist schlecht. Hey, geil. Bei Solo Leveling habe ich die Nekromanz-Klasse freigeschaltet. Ja, bist du nebenbei noch auf Solo Leveling spielen? Ja. Lässt sich gut passiv noch spielen. Die KI, bei denen ist ein Fremdwort Dutschen. Die wissen nicht, was Dutschen ist im Spiel. Ich habe die KI noch nie benutzt. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Online-Mode? Also das Einzige, was ich im Online-Mode gesehen habe, ist das Ranking-System. Aber jetzt nicht wirklich zusammenspielen, aber eher den Vergleich mit anderen Spielern. Okay. In meiner Regel.
Region bin ich Schnaps Stufe 46. Nice. Kannst du dir schon vorstellen, wie viele Leute da übelst reingecasht haben? Oh geil, es ist sogar die Animation, wie du den einen Ritter auf deine Seite ziehst. Ares? Ja. Ja. Oha, da gibt's sogar die Cutscene, original. Weißt du, kommt jetzt einfach der Cut. Jetzt musst du warten, bis die zweite Staffel kommt. Ich glaube, die haben sich schon an den sozusagen Manga da. Also das basiert halt höchstwahrscheinlich auf diesen Manhwa oder wie das heißt. Ich kann es auch sein, dass mein Körper momentan wirklich spinnt. Es ist jetzt, da ich ja mit dem Rauchen aufhöre. Ich habe jetzt 3 Tage nicht geraucht. Dass mein Körper ziemlich komisch reagiert. Weil ich fühle mich übel, es ist mir übelst warm. Und vorhin war ich vor der Tür und es ist nicht so warm. Es ist eher das, ja. Ich habe das Gefühl, dass es so warm ist. Ja, also heute war wirklich warm. Heute soll ja auch Sonneneruption sein. Ach nö, das ist nicht gut. Das heißt, wir werden vielleicht Polarlichter heute morgen sehen. So 2 Uhr bis 4 Uhr so ungefähr. Ja, aber kann genauso gut sein, dass es Schwankungen im Internet gibt. Neues Feature freigeschaltet. Instant Dungeon freigeschaltet. Oh. Jinwu Song Artefakte Sammlung. Und der Artefakt-Slot. Ah, das sind die anderen Slot-Stellen. Ah, cool. Weil mir war aufgefallen, dass man 4 Rüstungs-Slots hat und man hat noch 4 weitere. Okay. Und sobald du den Nekromanz freigeschaltet hast, schaltest du auch die neue Herausforderung frei, wo du die anderen 4 Slot belegen kannst. Da kriegst du dann Ringe, Armbänder, Ketten und Ohrringe. Aber Geld im Spiel ist so Mangelware, also die Geldwährung, du brauchst so viel für deine Charakter aufzuleveln. Okay. Klingt ja fast wie ein Genshin. Okay, in Genshin habe ich eher weniger dieses Problem. Nicht mehr, ja. Ja. Ich habe das Problem gehabt, jetzt auch gerade zum Glück nicht mehr. Okay, was ist jetzt mit meiner Map los? Das ist ein Bug. Der ist hier schon irgendwie immer. Die fixen den auch nicht.
Aber ich sehe gerade, ich habe 2 TPs hier noch nicht aktiviert. Da hat der Bug sogar geholfen. So. Ja, ein Bug, der hilft. Deutsch ist mal wieder abgestürzt. Weil die ist wieder zu dumm, um zu dodgen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, geschafft. Ne? Was? Die Quest auch fertig, dann fehlt noch etwas viel, weil hier kriege ich noch mal 300 Dunkelkristalle. Hier dauert es noch, aber ich brauche diese kraftvolle Ominium-Kristalle. Hier kann ich noch mal 2 Rotkerne bekommen. Ist schon wieder diese Mucke zu laut. Mal was ziehen kann für heute. Wie viel Geld hast du schon ausgegeben? Ich habe nur den Pass genommen. Aber den ultimativen. Ah, okay. Weil da kriege ich wenigstens kein Euro-Paket oder so? Für jeden Aufstieg vom Battle Pass kriege ich dann dreimal für zu ziehen. 3 Pools. Oh wow, okay. Wie viele Stufen hat der Battle Pass? Der Battle Pass hat 12. Ne, das ist nicht der Battle Pass. Wer den Bug getriggert hat, das kann ich ja auch nicht sagen, der ist einfach random. Ja, das ist besser.
30. Und ich bin Stufe 6. Yes, weißt du, wie du den Bug getriggert hast? Ich glaube, du hast auch keine Ahnung, ne? Was? Wie du den Bug getriggert hast. Ah, von der Map? Ja. Keine Ahnung. Ja, die Frage stand jetzt hier im Chat. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich hatte nur die Map auf und ich wollte was prüfen und auf einmal war es weiß. Warte mal, schauen. 2000. Es genügt nicht, aber ich kann einmal eben nochmal Banner. Kann ich schon mal einen 10er machen? Mal schauen. Ne, das sieht mir nicht danach aus. Ne. Nix gezogen. So, dann geht's weiter mit den Sidequests. Muss ich hier noch einen Katzentyp. Ah, das wird hier mit dem Katzenfutter damals. Hä? Das stand doch hier, oder? Das ist ja wirklich Gamlan-Style, der Typ, der die Holographie da. Jetzt wieder mal Sidequests machen. Jo. Thank you.
wurde. Ich muss wieder zum Essen klappen. Sie hat viel zu viele Nebenquests. Hier fliegt eine Scheißmotte. Hab ich sie jetzt? Sidequest abgeschlossen. Ab zur nächsten. Juck! Huck!
RPGs doch hast, also solche Quests, wo du 10.000 Gegenden hin und her rennen musst. Hört sich ja fast an wie eine World Quest. Das habe ich ihn ganz schön so gehasst. Die Dialoge sind immer so lang. Ich muss sagen, ich habe echt Bock auf den. Gerade ist es ein bisschen langweilig. Weil mich juckt diese Charlotte gar nicht, aber naja. Beliebter Livestreamer. Mr. Microphone. Für die Aufnahme aus und lass dich interviewen. Den passenden Drehort finden.
schon einen Fehler gesehen. Was? Was steht das? Das ist ein Stern. Hat er auch noch den Standardspruch, wo jeder Influencer in seinen Videos sagt. Hast du mein neues Video gesehen? Wenn es dir gefallen hat, vergiss es nicht zu liken und kommentieren dazu und klicke auf die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Was ich da machen muss. Kann das sein, dass ich da hingehen muss, dass das miteinander zu tun hat? Das ist über mir. Ich schätze auch hier über den Aufzug. Zufälligerweise irgendwelche Läden hier besucht, die du nicht total öde und bescheuert fandest.
So, dann habe ich die Scheiße auch gemacht. Und nochmal ein Goldkern. Geil. So. Obwohl ich runter mit dem Taxi jetzt fahren. Thank you.
kann es sein, dass du da... Es kam ein bisschen spät, Bebo. Ja. Ich bin zu dumm, um die Mauer hochzuklettern. Fehlt mir noch 16.
Ja, mal sehen, was der Damage sagt. Okay, ist tot. Jo, wieder ein Goldkern. Thank you.
Hab ich da irgendwie Kraft bekommen im Fuß. Ja, das kann ja, Scheiße, Mann. Ich bin gerade, wie soll ich sagen, ganz komisch. Hatte ich meinen anderen Fuß irgendwie so vor ihn und auf einmal hat es irgendwie angefangen zu krampfen. Nicht mal eine Definition von Platzverschwendung. Einfach so einen leeren Raum, wo das Logo von Hotza drin steckt. Die Quest hätten wir dann auch abgeschlossen. Ich glaube, für heute reicht es. Es ist auch 1 Uhr wieder. Jetzt kann ich Ito singen sehen. Oha. Habe ich leider schon gespoilert bekommen. Keine Oni, ich will singen. Musst du Toner machen, dann hast du es auch. Leider schon gespottet bekommen. Das ist jetzt ein Kampf. Paimon gegen den Oni. Gegen Ito. Die machen jetzt ein Rap-Battle.
Mach 10er Pool, gib ihn. Was? Mach 10er Pool. Nee, mach ich nicht. Ich warte noch. Ich will noch etwas sammeln. Für heute reicht es, morgen geht's weiter. Waren schon mehr. Mehr? Ja. Du hast es natürlich noch nicht gesehen. Ja, weil ich den Zähler nicht immer auf im Blick habe. Aber war ein sehr aktiven Abend. Ja, was soll man schon am Wochenende machen wie Twitch? Ja. Es gibt nichts anderes. Twitches Leben. Definitiv. Wer nur jetzt hier und nicht so geldgierig.